herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ach, so, ich bin ja auf. Moment, ich muss gerade ein bisschen was verstauen. Ich lade jetzt einen A29, der steht da vorne. Da, wo die ganzen Bagger stehen. Den lade ich. Dann fahre ich nach Kaiserslautern. So, wenn ich da leer bin, und dann fahre ich nach Trier und hole unseren Cut 323. Und der geht dann rüber nach Oberlahnstein. Dann bist du wieder der Rest vom Park unterwegs da. Also Kommando zurück. Ich muss kurz über den Linsen wischen. Jetzt bestimmt nicht sauberer mit meinen fetten Fettfinger. Kommando zurück. Der Bagger wird heute noch nicht gebraucht. Also hänge ich jetzt wieder zusammen. Dann fahre ich schnell ein paar Tropfen Sprit tanke. Und dann fahre ich gleich nach Trier hoch. Das hier dürfte so sein, ne? Oh ja. Das hier dürfte die Schulstraße sein. Das ist die Schulstraße. So, hier ist mein Ziel. Hier ist mein Ziel. Schauen wir mal. Okay, jetzt fahren wir weniger LKW.
LKWs durch, weil die Bäume hängen so tief. Rein! Aber wird ja auch nicht gehen. Versuchen rückwärts rein zu kommen. Passt es? Wo die Bäume hergeht, weiß ich nicht.
geht. Was der hier vorhat. Gucken, wie ich hier wieder rauskomme. Ob ich einfach über die Wiese fahren soll. Ich denke, das wird denen nicht wirklich gefallen. Hier von der Schule. Jetzt da hinten dran, ne? Okay, das war's dann mit rausfahren. Ich drehe hier einfach auf der Wiese. Wird sowieso angelegt neu. Dann springt sich rückwärts hier raus. Das ist ein Gemachs jedes Mal. Normal fahre ich hier rein. Muss jetzt mal gucken. Ach, das sieht doch sehr gut aus. Wie ich das liebe hier. Boah, ich sehe nichts mehr. Natürlich, ne? Natürlich steht so ein dreigedrehtes, vierkantiges Anusloch. Steht natürlich hier direkt vor der Einfahrt, ne?
Nein, sagt es nicht hier. Fernbedienung hier.
Laden.
17. Halt alles drum. Wieder alles drum. Gar nichts, ne? Wegen der scheiß Drecksklappe doch. Und ich bleib hier stehen. LKW von oben aus. Alter Schwede. So, jetzt fahren wir wieder runter.
der hier so rumsteht, der Lukas. Wir haben gerade eben am Tiefbett haben wir noch zwei Reifen getauscht und einen Reifen umgesteckt. Ja. Jetzt haben wir 5:30. Ich denke, ich sattel jetzt noch um.